Typisch deutsch, typisch deutsch. Typisch Deutsch? Na, typisch Deutsch sind euch, keine Ahnung. Tall, blond, white skin. Deutschland, das ist der Leute über ja, modernen Leute. Die Menschen sind fast alle hochgebildet. Hier in Deutschland ist es ganz wichtig, Pünktlichkeit und Ordentlichkeit. Pünktlichkeit, so wie immer, die Leute sagen. The people, that they are very hardworking. The car from German is the best car in the world. Die Deutschen bauen eine gute Maschine. Made in German, das Maschine. High Technology Land und auch, aber die Leute, das ist in nicht so freundlich und sehr pünktlich und ja, das lache nicht. Ganz strich, ganz ernst. Sehr streng und ist so eine kleine Nazi, also die sind alle Nazi da, das denken fast alle. Die erste Dings, das du denkst über Deutschland ist Nationalsozialismus. Wenn ich sage in China, ich studiere Germanistik und die anderen Leute sagen, oh, das ist Hitler oder was? Wenn ich sage dann, ja, ich studiere jetzt in Deutschland, ah ja, Hitler, Hitler. Die Leute in meiner Heimat sind auch sehr von diesem Bild, was man in den Filmen, in Kriegsfilmen sieht, dann diese Deutsche, immer Nazi und so. Und dann man denkt direkt, eine Deutsche ist auf jeden Fall, hat dann auf jeden Fall Nazi. So. Die Leute hat gesagt, ja, das ist über Nazi, das ist bitte pass auf dich, das ist über Nazi, das ist vielleicht, das ist eine Rassismus, Leute, und das ist, wenn du in der gehen an der Straße, das ist eine Nazis, Leute, und dann du kannst. I've heard some stories about some places here in Germany. Maybe it's dangerous to go outside in the night or something like that. Meine Mutter, wir werden einen Monat, den ersten Monat habe ich fast jeden Tag angerufen, um zu sagen, ist alles klar und die Deutsche, und weil sie dachte, eher sterbe ich so nach einem Tag und sowas. Ne? Manchmal, das ist, gibt eine alte Leute, das ist an mich sehen, das ist ja, aber das ist vielleicht, nur nur eine Frage, das ist, wo kommst du her oder was? Ich glaube, es gibt so immer Rassismus. Rassismus gibt es immer oder keine Ahnung. Ich habe persönlich kein Problem, richtig, richtig so extrem Fall vom Rassismus erlebt. Manchmal die Leute sagen, ja, Konnichiwa oder Ni Hao. Ja, die wissen ja nicht, also dass ich aus Indonesien gekommen bin. Das ist normal. Ich finde das so ein bisschen unfair, dass manche Leute sagen, dass Deutschland so eine sehr rassistisches Land ist, und andere Länder sind noch schlimmer, finde ich schon. Ich finde, dass es in Deutschland die Leute sehr freundlich. Die deutschen Leute sind sehr nett, sind sehr freundlich. And they good behaved. If you ask for help, they will help. Mir gefällt das Leben, mir gefällt, wie das läuft. Ja, ich meine, teilweise, es gibt Leute, Sachen, so muss man sich anpassen. Das Leben hier ist nicht so bunt, nicht so, heißt ein bisschen langweilig. In der Südspanien, wir haben so viele Sonne und darunter, wir machen unser Leben auf der Straße und ich vermisse was. Mittelmeer-Mentalität, das ist ein bisschen mehr aktiv in Gemeinschaft und mit Beziehung mit dem anderen. Neue Freunde, deutsche Freunde kennenlernen, das braucht Zeit. They are staying a little bit far from the other people. I mean, it is not that whether you are foreigner or in German. I mean, if the two German don't know each other, they are not sitting together or chatting together, I think. Also different way in communicating with others in the community. Für die Deutschen, glaube ich, muss man zuerst einige Zeit zusammen machen, dann wenn ein, schon eine Vertrautheit aufbauen, dann zeigen die Deutschen viele Sachen innerhalb. Das heißt, sie brauchen zuerst eine Sicherheit, dann kann man sagen, okay, dann sage ich mehr über meine Familie, über meine Freunde, über mein Studium. Meine Freunde konnten nicht sehr super Freund sein, weil ich kann nicht immer kommunizieren, was ich wusste oder was ich denke oder was ich fühle. Und das ist ein Problem, das ich hier habe. Aber ich freue mich, dass ich hier so viele Freunde auf Deutschland habe.
the people are really good people. Difficult to handle with, maybe at the beginning, but they are really good. Ich mag das Essen von Deutschland. Most of my Chinese friends, they don't like the food in German, but actually I like it. Schnitzel, yeah. Schnitzel und Krautsalat, das mag ich. If I have to choose for every day, maybe I choose my own food than German food. I like some of the foods, but I don't know whether this is German or not. I like pizza, but pizza is not the German food, okay? Jetzt ein Bier, eine Bratkartoffel mit Schnitzel. Ich liebe Bratkartoffeln. Mir gefällt, dass hier in Deutschland alles die Wohnung hat, kleine Sachen, so kleine Dinge in alles, in den Garten zum Beispiel oder in das Fenster oder das ist besonders für mich. Ich finde es cool. Ich denke mehr an Sport oder Rennsport zum Beispiel oder Fußball. Fußball gucken oder spielen oder es ist die deutsche Liebe Fußball sehr. I thought about the nature, it was nice and I found it nice. Pünktlich, aber nicht so pünktlich. Ich glaube, das war kaltes Land, sehr kaltes Land. Und es ist kaltes, aber es ist kaltes nur für die, no, weil das Wetter. Aber es ist nicht kalt, die Leute ist nicht kalt, das ist meine Meinung. Es gibt manchmal Sachen, wo man sagt, es ist ein bisschen zu viel eher. Also es ist manchmal, da kriegt man keine Luft mehr. Das ist dann für sich so, man ist schon viel gestresst, finde ich eigentlich. It's a totally different culture, so I can say I miss my culture also. We should learn from the German people. Du sprichst Deutsch. Yeah. Und gut.